This Sunday, Trump's terrible week. Trumps schlimme Woche, wie sie in den Sonntagmorgen-Talkshows bezeichnet wird, endet mit einem Paukenschlag. Die Steuerunterlagen aus dem Jahr 1995 des republikanischen Präsidentschaftskandidaten, der New York Times von einem anonymen Absender zugespielt, mutmaßlich aus dem Trump-Lager selbst. Demnach habe Trump gigantische Verluste aus seinen Casino- und Hotelgeschäften in Höhe von fast 916 Millionen Dollar abschreiben können. So habe er möglicherweise fast zwei Jahrzehnte lang auf legalem Wege vermieden, Bundeseinkommensteuern zu zahlen. Fragen zu Trumps Steuererklärung nutzte seine Gegnerin Hillary Clinton bereits bei der TV-Debatte vergangenen Montag zum Angriff. Sie prangerte da schon an, dass Trump wohl keine Einkommensteuern zahle. Weil ich so clever bin, warf Trump ein. So sieht das auch Trumps Parteifreund Rudy Giuliani. Er ist in Wahrheit ein Genie. Er hat den Steuervorteil genutzt, um seine Unternehmen zu retten und geschafft, was wir Amerikaner bewundern, ein Comeback. Trump selbst twittert, keiner kennt unsere komplexen Steuergesetze so gut wie ich. Ich bin daher der Einzige, der sie reformieren kann. Seine Fans jedenfalls dürfte die Veröffentlichung der New York Times kaum abschrecken, ihn zu wählen. Doch bei Millionen noch unentschlossenen Wählern könnte jede Irritation jetzt auf der Schlussgeraden entscheidend sein. Trumps Steuermanöver mag legal gewesen sein, aber in diesem Fall geht es weniger um die Frage, was rechtens ist, sondern vielmehr darum, was in den Augen der Wähler richtig ist.